Hallo Internet, hier ist wieder Baconzeit für euch und willkommen zu meiner Review von Marvel's Doctor Strange. Ha, so kann ich gar nichts sehen. Ja, mit dem zweiten sieht man besser. Er versteht das. Ich rede jetzt erstmal spoilerfrei über den Film und nachher gibt es dann noch einen kleinen Spoilerbereich nach der Bewertung. Ich weise euch dann später aber auch nochmal darauf hin. Verdammt, was habe ich mich im Vorfeld auf diesen Film gefreut. Ich hatte an dem Film wirklich sehr hohe Erwartungen eigentlich und ich muss sagen, ich wurde nicht wirklich enttäuscht. Ja, es ist ein Marvel-Film und ja, auch dieser Film wird stumpf in das Schema F von Marvel reingeprügelt. Und eigentlich ist es der Storyaufbau, wie man ihn schon bei zig anderen Marvel-Filmen gesehen hat. Aber, und das ist das große Aber, dieser Film bedient sich einfach anderer Werkzeuge oder filmischer Mittel, um das Ganze zu inszenieren. Und deswegen wirkt dieser Film einfach stellenweise neu und erfrischend. Dr. Stephen Strange ist ein weltbekannter, meisterhafter Chirurg, der Beste seines Fachs, ein Genie. Und das führt leider auch dazu, dass er ein komplett arroganter Spasti ist. Moment, wo habe ich das schon mal gehört? Er schert sich nicht viel um andere Personen, sondern das Einzige, worauf es ihn bedacht ist, ist seine eigene Karriere und sein Geld. Und das alles ändert sich, als er eines Tages eine schicksalshafte Erfahrung macht und das erste Mal in die Rolle der Leute schlüpft, die normalerweise auf ihn angewiesen sind. Halt! Auch das habe ich irgendwie schon mal gehört. Ab diesem Punkt begibt er sich auf einen neuen Pfad, der sein Leben für immer verändern wird. Und er lernt das erste Mal, sich für andere Leute einzusetzen. Und er lernt vollkommen neue Dinge, die ihm dann dabei helfen, die Welt zu retten. Nee, Moment, ich bin mir sicher, das habe ich irgendwie schon mal gesehen oder gehört. Ja, okay. Er ist fucking Iron Man. Aber er kann zaubern! Das gibt's doch nicht, das ist David Copperfield. Was sehe ich denn da in Ihrem Ohr? Na hoppla. Cool, eine Münze. Wollen Sie die haben? Hier, behalt sie. Oh, Zauberei. Und gerade diese Zauberei ist es tatsächlich, die den Film so viel Frische verleiht einfach. Denn das, was wir da auf der Leinwand sehen, hat man bisher in einem Marvel-Film noch überhaupt gar nicht gesehen. Die Effekte sind nicht einfach nur Effekte im Sinne von, boah, da explodiert was und boah, der springt da jetzt 5 Meter. Nein, diese Effekte, die ihr da seht, sind schon fast, ja, bewusstseinserweiternd, ja. Gerade die Doctor Strange Comicbücher, die alten Doctor Strange Comicbücher, waren dafür bekannt, dass sie so abstrakt und wirr sind und einfach krass aussahen, dass man sich das so vorstellt, als wäre man auf einem LSD-Trip. Nur halt ohne LSD. Kinder, das ist kein Witz, nimmt keine Drogen, die sind schlecht. Und ich habe zwar gehofft, dass sie es auch wirklich so umsetzen, aber hätte wirklich nicht gedacht, dass sie es so gut hinbekommen. Aber als ich gesehen habe, wie sie wirklich fast dieses Abstrakte und dieses Abgefahrene aus den Comicbüchern krass gut animiert auf die Leinwand bringen, da saß ich einfach nur die ganze Zeit im Kino da und habe nur gestaunt. Es ist halt einfach schön zu sehen, dass Marvel jetzt auch mal merkt, dass sie ihr Budget für CGI halt auch nicht nur für Explosionen benutzen können, sondern auch für was anderes. Doctor Strange, gespielt von Benedict Cumberbatch, kommt in dem Film rüber als so eine Mischung aus, ihr habt es vielleicht erraten, Tony Stark und Dr. House. Er ist halt arrogant, er ist irgendwie total der harte Hund auch irgendwo und er reißt die ganze Zeit irgendwelche sarkastischen One-Liner, die, muss ich sagen, zwar auch schon lustig sind, aber alles in allem hat der Humor des Films bei mir nicht so gezündet wie in anderen Marvel-Filmen. Ist jetzt aber auch gar nicht so schlimm. Es gibt trotzdem mehr als genug Humor. Nur habe ich mich halt nicht weggepisst, wie bei anderen Filmen, wie zum Beispiel Guardians of the Galaxy. Tatsächlich muss ich auch sagen, dass der Film in ein, zwei Szenen versucht hat, lustig zu sein, aber es da in dem Moment gar nicht notwendig gewesen wäre. Als hätte da einer gesessen und gesagt,
Das ist nicht lustig genug. Ist ein bisschen schade, weil gerade diese ein, zwei Szenen, glaube ich, mehr Gewicht gehabt hätten, wenn man den Witz einfach mal weggelassen hätte. Aber gut, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Was leider kein sonderbar hohes Niveau aufweist, ist mal wieder, oh Wunder, bei einem Marvel-Film, der Schurke. Ja, Kakilius ist komplett austauschbar. Er ist eigentlich komplett blass, so relativ. Ein Marvel-Schurke, wie man ihn in zig anderen Filmen schon gesehen hat und der komplett verraucht wird. Aber gut, das kennen wir ja mittlerweile. Ich meine, ich würde halt einfach gern mehr von den Schurken in Marvel-Filmen erfahren. Warum dürfen wir uns als Zuschauer nicht irgendwo mit dem Schurken verbunden fühlen? Warum dürfen wir nichts über ihn erfahren? Ich meine, vielleicht wollte er nur einen Apfelkuchen backen oder so. Unter anderen Umständen würde ich deine Äußerungen als ausgesprochen unverschämt betrachten. Aber vergessen wir mal das Thema. Konzentrieren wir uns auf dein Ziel, Adam. Das ist besser. Was könnte das sein? Okay. Ich will was backen. Backen? Ein Apfelkuchen? Ja, ein Apfelkuchen. Mein Ziel ist ein riesiger Apfelkuchen. Mit Äpfeln aus dem Garten? Ja, mit den Äpfeln aus dem Garten. Gute Idee. Wobei man sagen muss, es gibt da noch einen zweiten Gegner und auf den gehe ich nochmal im Spoilerbereich drauf ein. Aber ich finde, man kann über diese Punkte einfach hinwegsehen, weil man einfach diese unfassbar krass guten Effekte in diesem Film hat, für die sich auch tatsächlich, und das ist echt selten, dass ich das sage, mal das 3D lohnt im Kino. Ich meine, was ihr da seht, ist einfach Inception in besser und bunt. Und hier und da zeigt sich auch da mal wieder einfach die Originalität, die Marvel hin und wieder doch mal wieder durchblicken lässt, wenn sie sich von dem Schema F entfernen und die ich da an diesem Film einfach so liebe. Aber ja, da kann ich wieder nichts sagen, außer im Spoilerbereich. Ich meine, der Film hätte absolute Grütze werden können, weil er sich einfach von dem, ja, von der Thematik oder der leichten Erdgebundenheit, zumindest bei den meisten Helden im Marvel-Universum, echt krass entfernt. Aber nö, das funktioniert super, das funktioniert top. Das Einzige, was ich da vielleicht ein bisschen zu bemängeln habe, ist, ich glaube, für Leute, die Doctor Strange noch nicht kennen oder die Comicbücher noch nicht kennen, die können nicht so richtig einordnen vielleicht, wie das alles mit der Magie funktioniert und welchen Stellenwert Doctor Strange tatsächlich im Marvel-Universum hat. Doctor Strange ist der Sorcerer Supreme und damit quasi die Ein-Mann-Armee, die die Welt und nicht nur die Erde, sondern auch die gesamte Realität, das Gefüge des Universums, der Marvel-Welt verteidigt. Gegen allen anderen Scheiß, der da draußen irgendwie kreucht und fleucht und aus anderen Dimensionen oder Sphären oder was auch immer kommt. Gegebenenfalls fällt euch jetzt vielleicht auf, dass das echt eine verdammt große Verantwortung ist. Und so ist das auch. Und aus großer Verantwortung muss auch große Kraft folgen. Halt. Das war irgendwie andersrum. Und es ist auch irgendwie der falsche Held gerade. Aber ist egal, es passt. Doctor Strange ist als der Sorcerer Supreme einer der stärksten, wenn nicht vielleicht sogar der stärkste Superheld, den das Marvel-Universum tatsächlich zu bieten hat. Denn seine Kräfte sind schier unendlich. Er kann fast alles, wirklich, was ihr euch nur vorstellen könnt. Alles, was ihr mit einer einfachen Wusch- und Wedelbewegung und einem Zauberstab anrichten könnt, das kann Doctor Strange, nur in besser. Ron, stopp. So stichst du noch jemandem das Auge aus. Und übrigens hast du die falsche Betonung. Es heißt Leviosa und nicht Leviosa. Und genau deswegen hatte ich auch meine Bedenken, was mit dem Marvel Cinematic Universe passieren wird, also storytechnisch, wenn Doctor Strange darin auftaucht. Denn eigentlich macht der gute Doktor so gut wie jeden anderen Helden da so ein bisschen obsolet. Ich meine, wenn es euch nicht reicht, dass der Typ mit einem Fingerschnippen die Gesetze der Physik und der Zeit und des Raumes verbiegen kann, dann sollte euch vielleicht auch nochmal klar werden, dass er nicht nur ein Avenger ist und auch ein leitendes Mitglied der Avengers ist. Er hat zum Beispiel auch mit die Defenders gegründet. Die bestehen aus Doctor Strange, dem unglaublichen Hulk, Namor, dem Submariner und dem fucking Silver Surfer und bilden damit mehr oder weniger das stärkste Team
an Superhelden, also Stammteam, was Marvel jemals hatte. Die Defenders, die jetzt im Fernsehen kommen, sind übrigens andere Defenders, beziehungsweise Trittbrettfahrer und so. Sind aber trotzdem cool. Außerdem ist er Mitglied der Illuminaten und... Ja, ich verarsche euch nicht. Er ist tatsächlich Mitglied der Illuminaten und die gibt's im Marvel Cinematic Universe und Tony Stark gehört übrigens auch dazu und ja, aber lassen wir das. Das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Video. Ja, ich nehme den Mund gerade ziemlich voll, aber tatsächlich wird Doctor Strange so in den Comicbüchern nun mal dargestellt und ja, in diesem Film war er noch nicht das halb ansatzweise allmächtige Wesen, was er eigentlich später ist, aber das war ja auch sein erster Film. Das war seine Origin Story und ich bin mir auch sicher, dass er mit jedem weiteren Auftritt im Kino immer mächtiger werden wird. Und wo seine Reise als Charakter uns wohl im Kino hinführen wird, das möchte ich auch nochmal ansatzweise ein bisschen im Spoilerbereich ankratzen. Und jetzt habe ich eigentlich schon alles über den Film großartig gesagt, ohne Spoiler dabei zu benutzen. Und deswegen wird es, glaube ich, tatsächlich jetzt schon Zeit für meine Bewertung. Alles in allem verfolgt der Film das Marvel-Schema F. Er macht nichts großartig anders von dem Storyaufbau, von den Charakteren und so weiter, was man nicht sowieso schon von Marvel kennen würde und schon ein paar Mal gesehen hat. Aber der große Twist dabei ist einfach, dass die Effekte, das Ganze drumherum, alles, was den Film irgendwie imposant aussehen lässt, so krass anders ist und so erfrischend einfach ist und etwas ist, was man so bei Marvel noch nicht gesehen hat, wodurch der Film einfach trotzdem irgendwo aufpoliert und neu wirkt. Der Schurke ist trotzdem ein ausbauschbares Tofu-Würstchen. Aber gut, das kennen wir mittlerweile von Marvel, das sollte keinen mehr überraschen. Mittlerweile habe ich mich damit eigentlich schon so gut wie abgefunden. Wie es sich für das Marvel-Schema F gehört, habt ihr natürlich auch hier eine große Portion Humor. Auch wenn dieser Humor manchmal, ja, einfach nicht hätte sein müssen. Er ist nicht wirklich störend, er ist nicht wirklich schlecht, er ist gut. Aber ich finde, manchmal hätte es dem Film tatsächlich gut getan, wenn man den Humor ein kleines bisschen zurückgeschraubt hätte. Der Film ist ein komplett krass abgespacedes Effektfeuerwerk. Und deswegen lohnt es sich schon, das anzugucken. Und ich muss jetzt mit diesen Bewegungen aufhören, weil es einfach dumm aussieht. Dr. Strange wird von Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes mit Zauberkräften und einer Prise Tony Stark wirklich sehr gut dargestellt und er kommt auch sehr gut an. Aber ich finde, oder ich habe zumindest die Vermutung, dass Leute, die den Doktor noch nicht so richtig kennen, vielleicht gar nicht ihn so richtig einordnen können. Aber ich bin mir sicher, das kommt bestimmt noch in den weiteren Filmen und ich freue mich tierisch. Also, solltet ihr euch den Film angucken? Jo, ist ganz cooler Scheiß. Auf jeden Fall. Wenn euch die anderen Marvel-Filme gefallen haben, wird euch natürlich auch dieser Marvel-Film gefallen. Und selbst wenn ihr nicht der große Marvel-Fan seid, dann lohnt sich der Film meiner Meinung nach auf jeden Fall trotzdem alleine schon wegen der Effekte im Film. Die sind wirklich so gut und zum Teil so originell und einfach erfrischend, dass das auch für jeden anderen cooles und imposantes Popcorn-Kino ist. Und nun wird es Zeit für den Spoilerbereich. Dormammu. Tatsächlich finde ich sehr cool, dass sie Dormammu schon in dem Film hatten. Ich hätte eigentlich vorher nur damit gerechnet, dass er vielleicht ja angeteasert wird. Aber ich glaube, dann hätte sich Marvel einen zweiten Thanos irgendwie in ihrem eigenen Kinouniversum geschaffen. Und das wollten sie, glaube ich, nicht. Deswegen finde ich es wirklich sehr gut, dass sie am Ende Dormammu schon direkt gezeigt haben und auch schon gesehen haben, wie Doctor Strange gegen ihn kämpft. Aber ich muss sagen, vom Design her hat mir Dormammu nicht so richtig gefallen. Also ich hätte ihn mir einfach griffiger vorgestellt. Er war für mich so ein bisschen, ja, so ein großer, wabbernder Klotz. Ich meine, er war riesengroß und das kann er ja auch ruhig sein. Ich meine, er ist ja auch ein riesiges, transzendentes, dimensionsübergreifendes, mega Meta-Besen, whatever. Aber trotzdem hätte ich es mir cooler vorgestellt, wenn Dormammu einfach, ja, ansatzweise mehr auf Menschengröße da gewesen wäre, ansatzweise kompakter, weil das, glaube ich, den Konflikt von Doctor Strange zu dem Charakter Dormammu einfach irgendwie, ja, greifbarer gemacht hätte. Anstelle, dass er da einfach nur vor einer riesigen Wand steht und, ja, mit einem sprechenden Gesicht redet. Ich hoffe auch einfach hier, dass man in Zukunft einen wirklichen Kampf mal zwischen Dormammu und Doctor Strange sieht, da diese Sachen eigentlich, wenn es jetzt um Magie und Effekte und so weiter geht, einfach unfassbar krass
in Szene gesetzt werden kann. Und wenn ich mir so angucke, was sie bei dem Film bisher jetzt so aus den Ärmel geschüttelt haben, würden sie das sicherlich auch richtig geil umsetzen. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass das später auch noch mal so kommt. Und das Geilste ist natürlich, wir müssen gar nicht so lange auf den nächsten Auftritt von Doctor Strange warten. Denn die total krass, cool, überraschende After-Credits-Szene hat uns ja gezeigt, dass Doctor Strange definitiv in Thor 3 sein wird. Und das finde ich also richtig geil. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, dass sie Thor damit reinziehen. Ich habe jetzt ein bisschen Bedenken, dass Thor 3, weil einfach ja auch Hulk mit dabei ist und sie ganz grob die Story von Planet Hulk mit integrieren wollen in Thor 3. Und ja, das ist auf der einen Seite echt cool, weil ich nie gedacht hätte, dass wir mal einen Planet Hulk Film bekommen. Auf der anderen Seite aber auch echt schade, weil die Story von Planet Hulk da eigentlich nur wirklich ja untergehen kann und wahrscheinlich nicht dem gerecht wird, was man von diesem verdammt krass guten Comicbuch her kennt. Und wenn er jetzt einfach Doctor Strange auch noch mitmischt, dann wird das wahrscheinlich echt krass anzusehen sein. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass das dann zu überladen wird. Oder vielleicht Thor selber als titelgebende Figur in seinem eigenen Film zu kurz kommt. Aber gut, davon lassen wir uns erstmal überraschen, wenn es soweit ist. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf Thor 3 so richtig. Übrigens ist es interessant, sich zu überlegen, wann diese Endcredit-Szene spielt. Weil im Prinzip von dem Dialog her müsste ja das, was wir da gesehen haben in der Endcredit-Szene, schon während Thor 3 passieren. Mal sehen, ob ich da recht habe später, aber ich habe so die Vermutung, dass diese Szene, die wir am Ende von Doctor Strange gesehen haben, wir nochmal im ersten Drittel oder ab der Hälfte des Films von Thor 3 nochmal genauso oder in abgewählter Form nochmal sehen werden. Das wäre ziemlich cool, weil dann hätten sie uns nicht nur irgendwie den nächsten Film angeteasert, sondern hätten uns tatsächlich schon eine Szene von dem Film tatsächlich am Ende von Doctor Strange gezeigt. Was ein geiler Endkampf, bitte! Ganz ehrlich, wie originell, wie clever ist es, einfach uns die Zerstörung der Stadt nicht wie in jedem anderen Actionfilm zu zeigen, während der Kampf tobt, sondern stattdessen die Zerstörung einfach rückwärts ablaufen zu lassen, während der Kampf passiert. Ganz ehrlich, das ist so eine geile Idee. Das ist auf der einen Seite so originell und auf der anderen Seite so simpel. Ich fand das einfach nur richtig geil. Was sie da gemacht haben, echt, also das hat mich einfach komplett überrascht. Und ich bin mir auch fast sicher, dass Effekte, also solche Sachen zu animieren, dass was rückwärts passiert, definitiv auch aufwendiger ist, als etwas vorwärts passieren zu lassen. Und deswegen kriegt der Film da einfach wirklich ein absolutes Fleißsternchen mit Sahne obendrauf, weil die das gemacht haben. Das hat mir echt krass gefallen und ich hoffe, dass wir sowas auch noch in weiteren Filmen sehen werden. Ich habe ja vorhin gesagt, dass der gute Doktor eigentlich ein total krasser, großer Player in der gesamten Marvel-Welt ist. Und das ist er einfach nicht nur, weil er, wie gesagt, die Welt vor magischen Wesen aus der Marvel-Welt beschützen muss. Und auch nicht nur von einem anderen Planeten. Nein, er muss die Marvel-Welt und die gesamte Dimension vor allen Kreaturen, vor allen Dingen aus allen anderen Paralleluniversen und Dimensionen und was weiß ich denn beschützen. Und wisst ihr, gerade mit Doctor Strange wurde jetzt, oder ist zumindest der Grundstein gelegt, das Potenzial da, um das richtig große Marvel-Multiversum halt einzuführen. Vorher gab es nie einen großartigen Grund anzunehmen, dass die Marvel-Filme irgendwie mit anderen Sachen, wo auch Marvel-Figuren halt mit dabei sind, koexistieren. Weil das waren halt einfach nur Filme an sich und die spielen in komplett anderen Welten und gut ist. Aber mit Doctor Strange, der wirklich durch verschiedene Dimensionen reisen kann und der auch im Film wirklich das Multiversum zumindest mal erwähnt, am Rande, das mal ankratzt, ist jetzt einfach die Möglichkeit da zu sagen, yo, alle Sachen, die irgendwie in der Fernsehserie passieren, passieren nicht in diesem Universum, sondern in einem Paralleluniversum. Die X-Men-Filme, die eigentlich zu Marvel dazugehören sollten, es aber nicht tun. Paralleluniversum, falls sich Fox und Marvel irgendwann doch nochmal wegen der Rechte einig werden. Fucking Spider-Man. Wir haben mittlerweile auf der Leinwand 3 Spider-Man. Einmal Tobey Maguire, dann einmal Andrew Garfield und jetzt Tom Holland.
warum machen wir nicht einfach einen verdammten Spider-Verse-Film, wo alle Spider-Mans zusammenkommen? Das wäre doch hammergeil. Geht jetzt denn mit Magie und Dimensionsreisen und hast du nicht gesehen, wäre das rein theoretisch möglich. Okay, ich spinne mir jetzt natürlich sowas nur in meinem komischen Strubbelschädel hier irgendwie zusammen. Das wird wahrscheinlich leider niemals passieren. Aber hey, wir haben jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, oder Marvel hat jetzt die Möglichkeit, sich wirklich im Prinzip jeden komplett kranken Scheiß aus dem Arsch zu ziehen und den ansatzweise glaubwürdig in das Marvel-Universum zu integrieren. Die haben jetzt im Prinzip eine Wildcard, um alles zu machen, was denen so einfällt. Wirklich. Und wenn man sich jetzt anguckt, wo die ganzen Marvel-Filme halt drauf hinarbeiten, ist es ja der Konflikt zwischen Thanos und den Avengers und allen anderen Helden, die irgendwo so rumfleuchten. Interessant ist, dass in den Comics dieser große Konflikt gegen Thanos zwar von allen großen Helden bestritten wird, aber im Prinzip außer Doctor Strange und Adam Warlock, ein Charakter, den Kinozuschauer bisher noch nicht kennen, der aber auch schon angeteasert wurde, zum Beispiel in Guardians of the Galaxy, dass außer denen absolut niemand großartig da was reißt. Es liegt tatsächlich fast nur an Adam Warlock und Doctor Strange, dass Thanos am Ende besiegt wird. Und ich denke oder habe den Verdacht, dass es in dem Kino-Universum genauso sein könnte. Was dann auch nochmal die Rolle von Doctor Strange ein bisschen stärker hervorhebt, was ich ja vorhin schon gesagt habe, dass, glaube ich, sein Stellenwert bisher den Kinozuschauern noch gar nicht so bewusst ist. Ich persönlich gehe ganz stark davon aus, dass sie in Avengers 3 oder beziehungsweise dann in Avengers 4 das Marvel-Universum so krass durcheinander rütteln, dass da kein Stein auf demselben bleibt. Also ich denke, da werden Helden sterben, da werden dann Helden wahrscheinlich dann auch ausgetauscht und so weiter. Ich meine, solche Leute wie Robert Downey Jr., der wird zum Beispiel nicht jünger. Und er kann ja nicht Iron Man sein, bis er irgendwie 75 ist. Da wäre tatsächlich so ein Event, auch wenn ich mir persönlich das auch nicht wünschen würde, aber trotzdem die perfekte Gelegenheit dafür, von Marvel zu sagen, wir töten einfach ein paar Charaktere, reißen das Universum, was wir vorher hatten, komplett ein, fangen nochmal neu an, jetzt wo die Leute sich an abstruse Comicbuchgeschichten gewöhnt haben und casten zum Teil auch ein paar neue Leute. Du hast zwar noch Tony Stark, aber er ist jetzt einfach ein anderer Schauspieler, weil es ein anderes Universum, er sieht ein bisschen anders aus und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wird am Ende von Avengers 3 oder erst Avengers 4 passieren, dass wir einen kompletten Kahlschlag des Marvel-Universums im Kino sehen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass tatsächlich Doctor Strange die einzige feste Größe da dabei sein wird, die so bleibt, wie es ist. Und der einzige, der sich vielleicht auch den Geschehnissen später bewusst ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur von mir Spekulation. Aber vertraut mir, als versierten Comicbuchleser, die Anzeichen und die Möglichkeiten dafür sind mittlerweile da. Der Grundstein wurde gelegt und ich glaube fast, das wird irgendwann so passieren. Aber bis es soweit ist, freuen wir uns natürlich erstmal den aktuellen Marvel-Film. Und wie gesagt, ich kann jedem nur noch sagen, guckt euch Doctor Strange an. Der Film ist echt krass. Für mich ist Doctor Strange jetzt tatsächlich in meine Top 3 meiner liebsten Marvel-Filme gerutscht. An erster Stelle ist da der erste Avengers, an zweiter Stelle ist da Guardians of the Galaxy und an dritter Stelle ist da jetzt Doctor Strange. So, das war's mit meiner Review und jetzt interessiert mich natürlich wieder, was ihr von dem Film haltet. Hat euch der erste Auftritt des Sorcerer Supremes gefallen oder sagt ihr, es ist alles irgendwie fauler Zauber? Okay, entschuldigt bitte diesen schlechten Wortwitz, aber ich konnte ihn mir nicht verkneifen. Also, vielen Dank wie immer fürs Zusehen. Schreibt mir doch unten in die Kommentare, was ihr von dem Film haltet. Ich freue mich, das zu lesen und ich werde auch versuchen, auf jeden einzelnen Kommentar wieder zu antworten. Und ja, Dankeschön, bis zum nächsten Mal, sage ich. Hauen Sie, bauen Sie!